Hallo und willkommen zu Coral of the Sea. Lass uns auch nicht lang warten und dem Ruf der See folgen und dann viel Spaß. Voices. Holok, ein Familienerbstück. Ja, und damit nochmal ein herzliches Willkommen zu Call of the Sea. Der Ruf der See. Ja, das scheint okay zu sein. Ah, ich habe Hände. Das ist ja cool. Ich schwimme mal los. Kann ich auch schnell schwimmen? Where am I? Ich bin auf jeden Fall im Wasser und habe keine Atemprobleme. Ich tippe auf einen Traum. I know this place. I've been here before. Warum? Weil da eine Tür ist? Und eine Uhr? I've been here my entire life. I'm trapped in here. Okay. Ja, die schwimmen wir die Treppe hoch. Stairs. I'm climbing these stairs again. Das tust du jetzt nicht, du schwimmst. I need to get out. The voices are calling me. Leere Bilder. Wow. Ich bin teilweise seitlich schneller als vorwärts. My old music box. It's broken. I have to fix my old music box. I have to get it. I have to. Ja, dachte ich mir doch. Those horrible dreams again. I've had them repeatedly ever since my mother died and left me that music box in her will. Harry always said that old family heirloom had something to do with my family's strange disease. Mm-hmm. If the doctors won't give us an answer about your illness, I'll search for one myself, you said. And in that search, it seems you lost yourself. I don't think I'd ever... Pardon me, madam. But the island is in sight. We'll be lowering the boat in just a minute. Oh, thank you so much, Captain Hodgson. I'll be right out. Okay. All right. Time to gather my things. Uh-huh. Ah, ja. Ich will mir alles angucken, Bett machen. Ich kann damit tatsächlich was machen. Wie ist denn die Tastenbelegung? I'm definitely going to miss this bed. Falling asleep to the ship's rocking was delightful. Ah, okay, okay. Ich teste gerade nur mal die Tasten durch. Okay, das ist schade. Ich habe keinen Zoom-Modus gefunden. Ah, hübsches Bild. Ein Zoom-Modus ist ja immer so voll mein Ding. Was ist denn das? I'd always dreamed of traveling. I was not the same without you, Harry. Okay, na, ach so, abspielen. I'd always dreamed of traveling. Ah. I was not the same without you, Harry. Ah, okay, das ist dann einfach nur, ja. Hier kann ich zoomen, bis ich nichts mehr lesen kann. Okay. Lesen.
Ah, okay, das ist automatisch auf Name Everhard Nora. Das bin wohl ich. Erwartete Ankunft in Pepit, Tahiti. Okay. 11. November 1934. Na, wissen wir doch schon mal, wann wir hier sind. Aus San Francisco. Achso, ich kann das drehen. Ah, aber da ist nichts drauf. Das ist in Ordnung. It's not exactly a clawfoot tub, but you can't always get what you want. Oh, okay. Nun, Schränke. Nichts da. Hier. Achso, das ist das, was ich einstecken soll. Das würde ich aber noch nicht tun. Was ist das für ein Zettel? I received a mysterious package at my house. I stored all its contents in my locked suitcase. Aha, aha. Post Office Department, Nowhere Everhard. Ja, ja, ein Paket. 10.09.34 ausgeliefert. Mhm, das ist der Lieferschein. Das ist schön. Hinten ist nichts drauf. Ah. I love this song. Alles in Ordnung. What was I thinking when I brought all these dresses on this trip? Besonders dieses Kleid ist nicht sonderlich schön. Das dahinter ist ganz schnieke und das ist auch ganz schnieke, aber das Weiße sieht, naja, nicht so doll aus. Okay, was haben wir hier noch so? Da ist nichts drin in der Hutbox. I think I've overpacked. Wenn ich mir das so angucke, würde ich sagen, ja. Na gut, was ist hier? Oh my, I have the worst memory. I forgot the combination again. Thank goodness I always bring my journal with me to write things down. Ja, okay. Wer kein Erinnerungsvermögen besitzt, der muss halt lesen. Okay, das müsste das sein. Jawohl. Ah, the amazing adventures of Nora Everhard, art teacher. Okay. Ein Dreieck, um Tagebuch zu öffnen. Okay. R1, um Abschnitt zu wechseln und Steuerkreuz, um die Seite zu wechseln. Okay, wichtige Informationen auf meinen außergewöhnlichen Reise. Nora, du darfst diese Zahl nicht vergessen. Die 506. Okay. Es gibt keine weitere Seite, okay. Einträge. Ah, hier. 1. November 1934. Endlich bin ich auf Tahiti angekommen. Es ist ziemlich schwierig, Informationen über Harry? Achso, Harrys Expedition zu erhalten. Ich bin bestimmt durch ganz Pepit gelaufen und habe mich nach ihnen erkundigt. Aber niemand scheint etwas zu wissen. Dieser Ort, der 74, oh, da dürften Sie gerne Zahlen schreiben, der 74 Meilen östlich von Tahiti liegt. Einige Einheimische haben zwar von einer Insel gesprochen, aber mehr wollen sie nicht verraten. Mir kommt es fast so vor, als würden sie denken, den Ort zu verflucht, sei verflucht. Ich habe einen englischen Seemann getroffen, Captain Hodgins, genau. Er kannte einige Besatzungsmitglieder der Lady Shannon, einem Walfänger. Okay, Lady Shannon ist ein Walfänger, das ist schon, wow. Das Schiff hat anscheinend eine amerikanische Expedition zu einer Insel östlich von Tahiti gebracht. Oh, warte mal, ich kann nach links blättern, warum? 23. Oktober, November. Warum fange ich auf der letzten Seite an? Wir blättern komplett zurück. Fangen wir vorne an, da wo man anfängt.
6. Juli 1934. Vor einem Monat erhielt ich Harrys letzten Brief. Der Poststempel stammte aus San Francisco und er schrieb, dass die Antwort auf meine Krankheit möglicherweise im Pazifischen Ozean zu finden sei. Ich hoffe, dass sein Schweigen nun auf den langen Postweg auf den langen Postweg zurückzuführen ist. Aha, Ihre Krankheit. Das würde ich gern wissen. 14. Juli. Letzte Nacht hatte ich wieder einen meiner lebhaften Träume, aber dieses Mal war es anders. Ich sah eine seltsame Insel in der Ferne aufragen. Ja. In der Mitte der Insel erhob sich ein Steinobelisk von einem wolkenverhangenen Berg. Die Schrift ist schwierig zu lesen, teilweise. Ein bisschen dicker müsste sie sein. Ich erwachte schweißgebadet. 16. September. Ich werde nachts immer wieder von seltsamen Träumen geweckt. Ich habe nichts von Harry gehört. Schon seit 3 Monaten nicht mehr. Diese verfluchte Krankheit. Mein Mann ist verschollen und ich kann mich nur wenige Minuten lang bewegen, ohne völlig erschöpft zusammenzubrechen. Das klingt nicht gut. 10. Oktober. Ein rätselhafter Satz, der auf einem Foto meines Mannes geschrieben steht. Okay. Ein altes Steinrelikt, das wie ein Messer aussieht. Ein Messingschlüssel mit einer eingravierten Buchstaben CW. Mhm. Alle 3 Dinge befanden sich in einem Paket, das ich gestern erhalten habe. Ah, das Paket, okay. Der Poststempel stammt von Tahiti, kein Absender. Er ist hier, 74 nautische Meilen östlich von Otaheite? Irgendwie sowas. Nachdem ich einige... Manche Buchstaben sind ekelhaft. Geschichts und... Ja. Biografiebücher gewälzt hatte, fand ich heraus, dass Otaheite der alte Name für Tahiti ist. Derselbe Ort, von dem das Paket stammte. Was hat das alles zu bedeuten? Wie auch immer. Ich habe eine Entscheidung getroffen, auch wenn es mir noch nicht gut geht. Muss ich es versuchen. Das wird nicht einfach, aber ich werde meinen Mann suchen. Koste es, was es wolle. Und wenn ich bis ans Ende der Welt reisen muss. 14. Oktober. Ich folgte Harrys Spuren und nahm den Zug nach San Francisco. Im Madison Building erfuhr ich, dass Harry am 25. Mai 6 Passagen auf der SS Carmel nach Tahiti gebucht hatte. Wieder Tahiti. Nebenbei bemerkt, fühle ich mich viel besser. Aber ich weiß nicht, ob das an der frischen Luft oder an den Meeresbrise liegt. Okay. Tahiti, Stempel, 1. November, okay. 19. Oktober. Zuerst werde ich auf einen Ozeanriesen? Achso, das mit dem, das R ist ekelhaft. Zuerst werde ich auf einen Ozeanriesen nach Tahiti segeln. Wenn ich Harry dort nicht finde, muss ich mir ein Schiff suchen, das mich an den Ort bringt, der 74 Seemeilen östlich von Tahiti liegt. Das wird nicht leicht und auch nicht billig. 23. Oktober. Ich habe das Meer schrecklich vermisst, nachdem Harry und ich nach Denver gezogen waren. Ich liebe es, an Deck zu sitzen und das Mondlicht auf dem Wasser zu beobachten. Das ist so beruhigend. Ja, 1. November. Ah, jetzt sind wir endlich da angekommen. Okay, wir hatten auf jeden Fall, Schiff, toll, Ort. Wir haben einen englischen Seemann getroffen, genau. So, Hodgson sagte aber, dass es Monate her ist, seit er die Lady Shannon
also hier die Walfischfängerin oder ihre Besatzung zuletzt gesehen hat. Wie jeder gute Seemann ist der Captain abergläubisch. Ja klar. Denken Sie, ich bin verrückt? Ich riskiere doch nicht das Leben meiner Besatzung, indem ich zu dieser verfluchten Insel segle, sagte er. 4. November, nachdem ich Captain Hodgson 3 Tage lang anflehte, konnte ich ihn überzeugen, mich in die Nähe der Insel zu bringen. Sparen Sie sich Ihr Geld, Mrs. Fräulein Ever. Wir kürzen das auf Ever ab. Wenn Sie mich in Frieden lassen, ist das Bezahlung genug. Okay. Ich glaube, dieser mürrische alte Seebär hat ein gutes und liebenswürdiges Herz. Nee, ich denke, der will einfach nur so schnell wie möglich wieder weg. Würde ich so vermuten. Okay. Damit sind wir auf aktuellem Stand. In den Süden. After spending so much time reading this book, I think I've learned a thing or two about Polynesian culture. Ja, den Apfel würde ich mitnehmen. Eigentlich. So, Handschuhe. Oh, I'd better cover up my hands before I leave the cabin. I wouldn't want anyone thinking I'm a circus freak. Ich würde gern wissen, was mit der Hand los ist. Aber das erfahren wir hoffentlich noch. Wie war denn jetzt das mit der Nummer? 506. Wie bewege ich denn? Links, rechts. Ah ja. Okay. Links und rechts muss ich drücken. Okay, das haben sie nicht gut gemacht. 5.06 war es, ne? So. Ja, das funktioniert nur so mäßig gut. Kann ich das irgendwie besser triggern? Nee, Steuerkreuz nimmt er gar nicht. Ich muss bis zur 6. Das wird schon eine Herausforderung genug. Komm, die 3 machen wir erstmal safe. Ah! Boah! Hui! Alright, now it's open. Sehr gut. Oh! Noch mehr zu sehen. Harry Everhart. My husband, my partner, and my dear old pal. Er ist hier. Nee, da steht eigentlich, finde ihn. Nicht er ist hier. A brass key with the letters CW engraved on it. And some enigmatic instructions. Interessant. Nehmen. Ja, dann nehme ich halt das ganze Ding, ne? 74 Meilen östlich von Otaheite. Ja, das kennen wir ja schon. Haben wir ja gelesen. So, dann haben wir das Ding hier. This strange and sharp relic came in the package I received at home. Sieht fast aus wie so ein zeremonielles Messer oder so. Wie dem auch sei, wir nehmen es mit. Und eine Karte. I saw this island in one of my unsettling dreams. I drew it as soon as I woke up. Ist auch was drauf, da ist nichts drauf. Ist einfach nur ein schönes Bild. Das soll wohl mein Ziel sein. Wir nehmen es natürlich einfach mit. Okay. Da habe ich schon reingeguckt. Sehr gut. Ich habe auch zufällig alles. Denke ich. Ich wüsste nicht, dass ich jetzt noch was übersehen habe. Ja, der Rucksack. Nimmst du gar nichts mit? Das finde ich besorgniserregend. Okay, Nora. From here on out, you're on your own.
Station.